Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten X-Plane 11 Video. Heutiger Flug geht von Lissabon nach Zürich mit der Boeing 747-200er von Flight Factor mit der TAP Portugal Livery. Ich wechsle gleich mal ins Cockpit und schalte das Flugzeug ein. Mal die Battery on. So, hier mal die ganzen Bussen, gleich mal den Yaw-Damper rein und hier mal auf Navigation. Weil da braucht es 7 Minuten. Ich wechsle auch gleich mal ins FMC oder FMS. Mache hier ein Position, ist LPPT. Dann kann er sich nämlich da initialisieren. So, da ist dran. Dann wechsle ich auch mal in die Gewichtskonfiguration. Ground, Airplane, da die Türe kann ich mal öffnen. So, mit was füllen wir das heute? Mit maximal Passengerzahl von 170. Cargo Weight 20.000 und Fuel Weight mache ich 32.000. Das reicht ungefähr nach Zürich, so dass wir dann 10.000 Pounds an Reserve haben. Dann mache ich auch gleich mir ein Load. Genau. Dann wird das Flugzeug hier beladen. Gut, X-Life ist gestartet im Hintergrund. Flight Plan habe ich auch schon abgespeichert. Okay, Zielflughafen ist LSZH. LSZH auch für den alternativen Flug. Reiseroute oder Reisehöhe ist 350. 35.000 Fuß. Air Portugal ist Flugnummer 923. Nein, 926, Entschuldigung, jetzt habe ich da falsch geschaut. 926 findet auch statt täglich dreimal von Lissabon nach Zürich, aber ich weiß nicht, ob es mit einer Boeing 757 ist, aber das ist egal. Gut, Flugplan habe ich abgespeichert in Textfiles oder als Textfile und hier habe ich es. Da mache ich gleich mal ein Send Plane to ATC. Und das hat er akzeptiert. Gut, dann muss ich jetzt noch hier die Route eingeben. Da habe ich, wie gesagt, LPPT für den Startflughafen. Zielflughafen ist LSZH. Und TAP. Wo ist die Flugnummer? Wo ist das T? TAP. 926. So, dann habe ich da Flight Number. Dann wechsle ich hier nochmal auf Plan. Jawohl. Gut. Erster Punkt, Direct. Danach Abrad. Dann via UN 745 nach Pinox. Weiter über G52 nach ZMR. ZMR, das schaue ich auch gleich nach, ZMR ist Zamora, dann via UN 976 nach NEA,
Dann wieder G52 nach DGO. UN 976 nach PPN, das wäre Pamplona. Dann UN 976. Ah, das hätte ich da sein lassen können. Genau, das stimmt so. Da ist zweimal UN 976, das heißt, Pamplona könnte ich übergehen. Dann gehen wir direkt nach Latek. So. X-Life hat das trotzdem akzeptiert, das passt auch. Dann über UN 871 Richtung Kinni. UZ 67 Lamour. Z57 Doppel. Und Doppel ist dann auch der letzte Punkt. Dann kommt die Standard Terminal Arrival Route. Doppel. So. Da sind wir auch schon in Zürich. So, gut, dann würde ich da mal auf Activate klicken und Executing. Dann habe ich das schon. Ich wechsle mal wieder auf Lex und gehe mal Step by Step die Punkte durch. Also auf der linken Seite der Flugplan. Hier gehen wir alles eigentlich Richtung Nordosten rauf. Über Spanien, Frankreich. Und dann Schweiz. Genau, LSZH ist da. Okay. Gut, dann kann ich das mal schließen. Die ATIS Aeroporto de Lisboa, mal Lisbon, abfragen. Okay. Information Uniform, Wir haben Runway 1300 03 Zulu und Weather, Runway 35 zur Wind light and Verfügung. variable, Vier visibility more than Knoten 10, Wind, das passt sky eigentlich clear, perfekt. temperature 18, Nicht so dew point windig, minus sehr schönes 21, Wetter. altimeter 3015, 30.15 Altimeter. arriving runway 03, Das departing stelle ich runway hier gleich 03, ein. advise on initial contact, you have uniform. So. Und was habe ich gesagt? 03 oder 35. So, dann kann ich hier mal auf Delivery klicken. Ich mache mal einen Radio Departure Check. Air Portugal 926, Lisbon Delivery, hello, reading you 5x5. 1,5 war das. So, da habe ich diesen Altimeter hier auch gestellt oder gesetzt. So, Panel Licht, Flood-Licht, Overheat und Map-Licht. Das Map-Licht ist diese Lampe da. Wechsle hier mal nochmals die aufs Panel, auf Overhead-Panel. Dann haben wir hier noch 1 Minute, bis er aligned ist. Hydraulikpumpen lasse ich mal so sein. Hier der Strom, Glare-Shield, Licht und Standby Instruments sind soweit auch okay. Emergency Lights ist armed. Triebwerke und Tank Pumps mal ausgeschaltet. 32.000 Pounds sind getankt oder betankt. Gut, ja, Ringlights kann ich auch mal einschalten, Logo-Lights kann ich einschalten, Kabinentüre unlocked, Kabinenlicht, Chart kann ich auch offen halten, dann Window Heat alle einschalten, dann Cabin Altitude Control stelle ich auf Auto um. Hier mache ich das schon mal auf
Zürich, das ist 1420, das Landing Elevation Height. Blida lasse ich alles mal noch ausgeschaltet. Wir haben momentan 18,9 Grad in den Kabinen. Das ist jetzt auch nicht so kalt oder nicht zu heiß. Dann wechsle ich hier noch. Schau mal hier die Türe. Ja, ich glaube, die Lampen sind eingeschaltet. Gut. Dann schauen wir nochmals die Konfiguration an. Also Plane is loaded, das ist wichtig. Maintenance ist gemacht. Das sieht man hier seit wie lange oder seit wie viele Stunden, dass man nicht gemacht habe. Failures habe ich auch keine. Und 24% CG-Mag. Gut. Haben wir soweit. Das Flugzeug ist beladen. Dann kann ich da weitermachen. Das habe ich jetzt gemacht. Und also die Route meine ich, habe ich gemacht. Lissabon ist, da gibt es ja diese 03 oder 35. 03 ist entscheidend länger. Ich nehme sonst mal die Startbahn 03. Also dann Windward, welche Direktion? Aeroporto de Lisboa, 4 Lisbon, Variable, Info. okay. Dann frage ich doch da mal an, was ist da für Sitz gibt oder nee, ich mache doch zuerst die Performance. Und zwar, genau, die ist jetzt nämlich fertig beladen, alle sind eingestiegen. Dann habe ich Reserven 10.000 Pounds. Cruising Altitude ist 350, Flight Level 350. Und Cost Index ist 50. So. Hier oben haben wir ungefähr Top of Cruise. Dann mache ich noch Takeoff mit Flaps 5. Thrust Takeoff Set ist für 19 Grad. CG-Mag ist 2,4. So, dann haben wir eine Trimmung von 4,5. Position Shift, das lasse ich, kann ich glaube ich gar nicht setzen. Select Reference Speeds für Flaps 5 und diese Temperaturen, das ist 148 V1, Rotate 151 und V2 ist 154. So, dann haben wir einen Gesamtgewicht jetzt von 218,6 oder 218.000 Pounds. Genau. Dann hätten wir das gemacht. Gut. Ich schaue mal noch im Delivery nach oder gib mal gleich eine Clearance durch. Air Portugal 926, Lisbon Delivery, cleared to Zurich, runway 03, via Also es gibt departure. keine SIT. Initial altitude 6000 feet, 6000, gute squawk Info, 6662. 662. 666662 und 6000, okay. Runway 03 via Departure gibt es also nicht. Gut, da muss ich noch schnell in den Chart schauen. Ich mache ein Readback. Correct. Contact ground on 121.750 Grundsätzlich mal den when Ground. ready for push and start. Also 4,5 war das die Trimmung. Genau. Aligned ist es jetzt auch schon. Gut, dann kann ich hier weiterfahren. Ich mache noch den Autopiloten. Den stelle ich mal auf 250. Flight Director on. Takeoff ist set. 6000 für den Initial. Ups, da hat jetzt wieder 6000 Initial. So. Vertical Speed plus 1800. Heading 350. Das muss ich jetzt eben noch schnell in die SIT schauen. Das war der nächste Punkt. Ich schaue noch mal hier, was es da für von der Route her kommt. Lex Abrad.
Müsste ich jetzt ganz genau schauen. Nämlich auf meiner Navigraph-Route, da gibt es einen Ixida gleich neben Abrad. Dann wäre hier diese Route oder diese SIT gültig für diesen Runway. Da gibt es diese Ixida 3 November. Also Runway 35, Ixida 3 November. Da ist sie schon. So, machen wir da noch hier einen bisschen näher ranzoomen. Und ne, ich habe da was Falsches. Ich habe jetzt wieder die Runways verwechselt. Was ist Runway 03? Okay, ja, das ist falsch. Entschuldigung. 03 Ixida 3 November. Okay, das passt. So, jetzt sieht das doch besser aus, weil das ist schon die längere Startbahn. Will ich doch nicht irgendwie die falsche nehmen. So, Lex Step. Ja, genau. Und so sieht das dann aus. Also, ich gehe da wieder zurück. Eins, da starten wir. Dann, so wie im Chart angegeben, bei 2000 Fuß drüber eine Rechtskurve nach PT412 Ixida Abrad. Das ist eigentlich gleich da. Das gibt dann ein relativ einfacher Start. Es ist eigentlich einfach. Dann geht es weiter, einfach entsprechend unserer Route. Und das war's dann schon. Also in Zürich, die Arrival-Route, die mache ich dann in der Luft. Das passt schon. So, jetzt die Trimmung noch. Das war 4,5. Wenn ich mich da noch recht erinnere. Takeoff 4,5, genau. Das funktioniert nicht. Na, muss ich da noch, ja, genau. Die ganzen Hydraulik noch kurz einschalten. Das mache ich auch gleich da. Elec ein. Dann haben wir im Rudersystem alles, was wir brauchen. Und jetzt müsste es gehen. 4,5. So, das passt. So, jetzt muss ich nur mal ganz kurz schauen. Gut, hier nun Caution. Genau, und die sieht nochmals den Start. Das ist, okay, der Autopilot ist auf 068 zu konfigurieren. Heading Selection 068. Jawohl, okay. Gut, das ist jetzt alles geahmt. Soweit, so gut. Dann würde ich sagen, kann man hier schon mal schauen, ob ich da alles richtig gemacht habe und noch nichts vergessen. Genau, ich stelle hier auf Maps um. Hier vor DME ist auch schon was gesetzt, das brauche ich jetzt aber nicht. Das ist 110.083. Ja, okay. Nee, dann würde ich sagen, die Leute sitzen eigentlich schon, es ist schon fertig beladen. Dann können wir mal die APU starten. Hier die Triebwerke, Wing, Anti-Ice kann ich mal. Das brauche ich eigentlich nicht. Das ist ziemlich warm. Lasse ich jetzt aber so drin. Position Lights. No Smoking Pass Signs on. So, hier noch Türen schließen. Dann kann ich die Türe hier locken. So, dann müsste man jetzt hier auf der Anzeige, genau, die APU, die startet jetzt auf. Okay, das sieht eigentlich gut aus. Jetzt haben wir Fail. Ne, die ist an. Okay. APU Generator ist on, kann ich den externen abhängen lassen. Left and Right Generator. Ja.
Dann noch die, genau, die Left and Right Generators. Okay, dann weiter im Text. Genau. Wenn wir da weiter geht's, dann hier, genau, Bleed Air wollte ich machen. Trim Air und dann heizen wir ein bisschen in die Kabine ein. 18 Grad, das sollte auf Auto auf 21 Grad gehen, dann passt es. Gut, ja, das heißt, ich kann jetzt hier mal Türen schließen. Ground kann ich den GPU entfernen, Fuel Trucks, Chucks, Gate Config ablösen und dann kann man eigentlich hier den Pushback anfragen. Soweit ist alles jetzt gesetzt, genau, 32.000 Pounds, gut. Ja, dann machen wir das, Request Push and Start. Air Portugal 926, Push and Start approved. Gut, dann hole ich mir das Better Pushback. Show me where you want to go. Ich nehme an, wir gehen da runter. Ja, mal schauen, wo uns das führen könnte. Ja, wir haben hier gerade eine Boeing 747, die startet auf. Ja, ich denke, das wird dann schon über diesen Weg gehen. So ist da die Kurve ziemlich eng. Ja, was, ja, so sollte es eigentlich gehen, hä? Gut. Ground to cockpit. Tow is driving up. Okay. Ja, schauen wir noch das wie die Malaysia und die Boeing 737 hinten durchkommen. So, der 737 hat jetzt schön gewartet. Ach, die parkt jetzt gerade. Okay, das ist halt einfach, weil das, ja, das Gate ist zwar schon besetzt, aber das sind hier die Statics Airplanes, das weiß X Live natürlich okay. Nicht. All doors and hatches are closed. Ready to connect. Okay, wir sind ready to connect. Okay, dann können wir einfach weitermachen. Hier red light on. APU engine bleed air on. So, hier haben wir noch 21 Grad. Das ist okay. Das stimmt, das haben wir eingeschaltet. Und Left and Right Engine, okay. So, jetzt werden wir da ein bisschen angehoben. Jetzt hoffe ich, es klappt mit dem Better Pushback. Das probieren wir jetzt auch gleich aus. Starting Pushback. You may start the engine. Okay. Bleed Air um, Packs off, dann die Fuel Pumps on and Engine Number One. Engine Number One ist am Starten. Ja, jetzt sieht es besser aus. Statt wie bei Bergen. Oh, jetzt habe ich mir auch gerade gedacht, was das für ein Flugzeugtyp ist. Aber das sind auch wieder zwei ineinander verschmolzen, eine CRJ und eine Airbus. Aber das ist halt eben die Statics. Ja.
müsste ich mal vielleicht entfernen können. Okay, ich kann da schon lange die Fuel Pumps einschalten, mit Engine Number One starten auch. Gut, Engine Number Two. Da startet die 747 über die kurze Runway. Engine Number 2. So, da kann ich aber noch die Trimmung, Takeoff, Ref, das passt. Hier wechsle ich mal auf die Legs und hier auf Clamp. Operation complete. Set parking brake. Parking Brakes sind gesetzt. Disconnecting tow. Standby. Das hat jetzt wunderbar geklappt. Right, so, das sieht gut aus. Okay, Engines. Engine bleed, Apex on, APU bleed and isolation off, APU generator off, jawohl, und APU off. Genau, so. Flaps. Ah, und Flight Controls, genau. Gut, Flight Controls. Wechseln wir mal hier, das kann man gleich sehen. Okay, das Ruder reagiert nach links. Okay. And bypass beam has been removed. Nach and rechts. Signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight. Genau. Full left. Full right. Neutral. Full down. Neutral. Und full up. So, das wäre gemacht. So, Trimmung ist gemacht. Dann bleibt noch das zu machen hier. Die Lichter an. APU Generator ist fail, weil die APU wahrscheinlich noch an ist. Naja, die fährt jetzt gleich runter. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, Request Taxi. Air Portugal 926, Lisbon Ground, taxi to holding short runway 03, via non, Alpha 2, Golf 1, Golf 2, Uniform 2, Uniform 1, Mike 5. Okay, das Alf, ach so, über Golf 1, also genau hinter unseren Rücken müsste ich jetzt, ich hätte mich jetzt ein bisschen weiter nach hinten verschieben müssen, das wäre Golf 1. Golf 2 und dann U2. Ja, richtig, genau. Also, hätte noch ein weiter ein bisschen nach hinten gehen sollen, aber dann nehmen wir halt einen anderen Weg. Da gibt es noch diesen Mike 1, Mike 2, Mike 4. Ja, da muss ich jetzt halt einfach mal passen. So, jetzt wird es ein bisschen unschön. Hold position. Runway 17 to 35 busy. Gut, das ist ja egal. Air Portugal 926, continue taxi. Ja, also wir machen diese Straße. Hat X-Line vielleicht gedacht, das reicht noch für mich über Golf 1 und Golf 2. Aber wir gehen jetzt halt einfach da vorne nicht über Mike 2, sondern über Mike 1. Nee, das ist Yankee. Wir gehen über Mike 1. Mal aufpassen, dass ich da nicht zu viel Schub gebe. Da ist Mike 1.
So, und dann überqueren wir hier die Piste 3.5. Machen aber hier noch schnell einen Break. Da kommt ja noch einer. So, ich setze mal die Parking Brakes. Ja, okay, jetzt hat er da durchgestartet. Also wir haben in dem Fall die Freigabe zu passieren. So, jetzt vorne ist Mike 2. Wir gehen, wir passieren dann noch Quebec 1, Mike 2. Und als nächstes stelle ich mal den Transponder auf Tara. So. Jawohl. Uns jetzt da hinbewegen, mache ich mal noch Autobrakes auf RTO. Jetzt befinden wir uns auf Taxiway Mike 2. Wir wechseln auf Mike 3. Geht es geradeaus weiter Richtung Mike 4 und Eingang Mike 5. Dann schalte ich da noch da auf Traffic um, das Wetterradar ein, das steht noch auf Test, mache ich das hier. Zulu 3, genau. So, da ist Mike 5, genau. Runway 03, Mike 5. Dann mache ich auch ganz schnell noch das Anti-Collision White. Damit ich das nicht vergesse, die Packs off. Und Flaps 5. So, ich muss schnell da bremsen. Ah, genau, da Runway Turnoff on. Tara ist auch schon, das passt. Mache ich da mal eine Tower Approaching Holding Short. Air Portugal 926, Lisbon Tower, hold short runway 03. Ja, da machen wir hold short. 03, da kommt vielleicht einer oder es startet noch. Landebahn sieht zwar frei aus. Naja.
Gut, die Geschwindigkeit sind gesetzt. Flaps ist auf 5 oder sind 5. Okay, Autobrakes. Autobrake, Disarm. Spoilers. Nicht Autobrakes, sondern die Speedbrakes. Genau. So. Das passt alles. Da haben wir das auf Climb gesetzt und ja. Was haben wir? Bereits 1100 Pounds verbraten. Das finde ich ein bisschen viel. Okay, es startet, glaube ich, einer aus Runway 35 oder landet. Genau, darum ist es. Ich könnte aber trotzdem mal line-uppen. Okay. So, ah, cool. Air Portugal 926, Lisbon Tower, line up and wait runway 03. Die FedEx-Maschine, die dreht jetzt noch, habe ich gesehen. Ja, die wartet. Air Portugal 926. Runway 03 cleared for takeoff. Okay. Wind 99 degrees 3 knots. Und Takeoff Thrust. Knots Speed Check. V1, rotate. Positiv, gear up. Flaps 1. Air Portugal 926. Contact Lisbon approach 119.100. Air Portugal 926. Lisbon approach. Radar contact. Climb to flight level 60. Okay, über 2000. Turn right und flaps up. Ich wollte gerade turn left sagen. Okay, dann mache ich hier mal Speed, the throttle armed and Speed. Huh? Hier mache ich mal ein Holding, Holding Track. Genau.
passt. Da habe ich immer Autopilot an. Und LNAV. Air Portugal 926. Climb to flight level 350. LNAV tracked. Perfekt. Flight level 350. Okay, sehr guter Start. Packs on. LNAV 250 ist set. Das lassen wir noch. Speed hier ist... oder wir verlassen Lissabon. Genau. So, da kann ich auch noch diese Lichter ausschalten. So, wir sind auf Kurs. Immer noch auf Steigflug, okay, 1800. Vertical Speed. Da vorne haben wir Regen. In 40 Meilen. Okay, ich glaube, wir können da noch ein bisschen höher mit Vertical Speed. Auf 2000. So, Wind 8 Knoten von vorne, ja passt, okay. Geschwindigkeit 250 ist auch okay. Wir haben 8400 Fuß. Warten wir noch bis wir 10.000 erreicht haben, dann werde ich da auf VNAV umschalten. Übernimmt alles das FMC, so wie abgespeichert. Ich hoffe, das geht diesmal. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es hat in der Zwischenzeit ein Update gegeben des Flugzeugs. Auch bei der Pushback hat diesmal sauber funktioniert. Das war letztes Mal in Bergen ja nicht so. Xida ist vor uns 9.900, wir sind bald bei 10.000. Ich kann hier schon mal die Lights ausschalten. Das ist alles okay, genau. Takeoff Climb ist gemacht, okay, 10.000. Achtung, fertig auf VNAV. Jetzt, das war das Update. Jetzt stimmt es nämlich. Wir gehen auf 300 Knoten und jetzt fliegt der Autopilot und sobald es sich da wieder in Steigflug befindet, dann gebe ich ein Release. Okay. Jetzt befinden wir uns schon im Steigflug. Okay, dann kann ich jetzt das Flugzeug hier mal oder die Kabine releasen. Seatbelts off, dann kann Kaffee und Kuchen verteilt werden und so, das wird wieder ein längerer Flug sein. Ich mache jetzt noch Folgendes. Wir haben hier im FMS ja noch einen Weg vor uns. Und zwar haben wir den Top of Cruise hier kurz vor Pinok. Das ist ausgerechnet. Kurz vor Pinok haben wir 35.000 Fuß erreicht, unsere Reiseflughöhe. Was ich jetzt noch mache, ist hier den Standard QMH einzustellen. So, das ist die 1013.
So, da mache ich das auf dieser Seite auch noch. So, das passt. Ach, hier könnte man noch den Flight Director des Co-Piloten einschalten, dann hat er das auch. Und hier könnte man auch noch seine, seine Anzeige separat angeben. Ich könnte das mal so anzeigen lassen. Dann haben wir da den Kurs mit dem höchsten Zoom. Und dann fliegt das Flugzeug. Was ich noch mache jetzt, ist hier den Arrival in Zürich werde ich mal vorkonfigurieren. Und zwar gibt es da in Zürich diesen Arrival Route folgendermaßen: Unser letzter Punkt ist Doppel. Hier haben wir ILS 14. Hier könnte ich jetzt schon mal bei Atis anfragen. Runway 10. Das stimmt schon. Okay. Zwei. Ich weiß nicht, wieso diese Runways. Okay, ich mache Runway 14. Runway 10 gibt es nicht. Also da kann man nicht landen. Es ist sowieso windstill und ein bisschen bewölkt. Also mache ich hier auf Doppel One Golf. Da kommen wir nämlich an. Über ILS 14. Transition Doppel ist. Ich habe zwar keine Moplo oder Omasi, müsste ich jetzt mal schauen. Volca to Hermas habe ich nicht, aber einen Chipol habe ich. Moplo, Omasi habe ich eigentlich gar nicht. Okay, dann mache ich hier Execute. Moplo, weiß nicht, ob ich so etwas habe. Doppel, Gudax, Lamour, nee. Gibt es nicht, egal. So, dann hätte ich das nämlich schon. Das kann sich aber noch ändern, das macht aber nichts. Hier gehe ich nochmals auf Lex. Schauen wir mal die ganzen Route an, ob ich da einen Discontinuity haben kann. Habe ich nicht, das sieht eigentlich gut aus. So, das sieht eigentlich perfekt aus, ja. Das ist so eingegeben. Dann würde ich mich jetzt mal verabschieden. Wir hören uns wieder beim Approach. Bis später. Ciao zusammen. So, hallo und willkommen zurück hier ins Cockpit. Wir haben den Top of Descent erreicht und ich beginne mit dem Approach. Hier haben wir gleich ein FMC Message. Reset MCP Altitude. Jawohl, wir melden und machen Runway 16, Topic 1 Golf 140. Runway 16 in use. Der Autopilot fliegt immer noch nach FMS oder FMC, Entschuldigung, nach VNAV. Bereits schon aktiviert die Geschwindigkeit, die stimmt. Wir sinken jetzt. Wir sind jetzt gerade über
Genf oder besser gesagt genauer über Villeneuve im Kanton Vaud. Das heißt, Montreux ist auch gleich unter uns und wir beginnen den Sinkflug. Ich habe jetzt den Sinkflug eingeleitet. So, wir sind angekommen. Genau. Es hat bereits eingedunkelt und ja, wir erwarten in einer halben Stunde die Landung in Zürich und werden über Piste 1.4 landen, obwohl X-Life nur 1.6 kennt, aber ich lande auf 1.4. Das Wetter in Zürich ist immer noch bewölkt, kalt, aber soweit kein Regen. Ich schaue deswegen nochmals die Abtis an. Hier Runway 16, genau. 5 Knoten Wind aus 240 kommend, bewölkt, aber das ist alles eigentlich relativ unspektakulär, was die Landung betrifft. So, wir sind immer noch verbunden mit Zürich Center. Wir werden jetzt den Flug Level 140 anvisieren oder antriggern. Landung über Doppel 1 Golf. Runway 16 in use. Ich werde 14 nehmen. Und deswegen schaue ich mir jetzt nochmal die ganzen Landung-Konfigurationen mal zuerst an. Okay. Ja, Cockpit ist dunkel. Aber wir haben noch 13.800 Pounds, das ist nicht schlecht von der Berechnung her. Dann kann ich hier mal, Zeit ist jetzt Viertel vor 5, lokale Zeit ist Viertel vor 5, das habe ich jetzt richtig umgestellt. Landing Data ist Airbus, hier Landing in Airbus, dann Next Page. LSZH, also 5 nach 6, also 18.05 Uhr ist Landing expected. Ist ja ziemlich gut berechnet. Wechsle ich wieder auf Lex. Okay, wir befinden uns im Sinkflug mit 280 Knoten. Genau, G-Pole 240. Ich werde jetzt aber vorher schon versuchen abzubremsen. So, wir sind jetzt bereits bei Gutax. Decision High ist 200, ist auch schon bereits gesetzt. Lasse ich so drin. Und Flight. Und wenn sich das nicht ändert, werde ich auf Landebahn 1.4 landen. So, jetzt schaue ich nochmal unser Departure. Das ist bereits gesetzt. Doppel 1 Golf auch. Die Route stimmt. Mache ich hier mal das Menü auf und zeige mal den Approach über. Okay, jetzt haben wir noch Traffic. Traffic ist aktiviert. TFC. Ja, ich sehe jetzt aber da nichts. Okay. ILS 14 ist 111.75 und CRS ist 135. Wir werden mit Flaps 25 landen, das bedeutet eine Referenzgeschwindigkeit von 135 Knoten. Das werde ich jetzt mal so hier setzen. Das ist soweit auch gut. Das heißt hier auch Autobrakes, Monitor Autobrakes werde ich auf Mittel setzen, also hier auf 3 oder sogar nur auf 2, das reicht völlig aus. Dann haben wir jetzt die VREF Speed Box gesetzt, Decision High ist gesetzt, also mache ich hier mal Auto Brakes auf Number 2. Speed Brakes arme ich noch, so, die sind gearmt und eben die ILS Frequenz ist 111.75. So, CRS ist 135. Ja.
1, 3, 5. So. Das passt. Vor DME, Doppel. Und hier ist der Flight Level bei 0K. Kommen wir mit 140 an. Wir haben noch Speed 280. Wie gesagt, ich fliege noch nach FMS. 280. Airmus ist Flight Level 080 above. Dann Hotzenknoten 7000. Ich schaue, dass ich bei Gipol 7000 habe und mit 240 dann einen Speed habe. 22 haben wir noch, 22.000. So, Pressurization haben wir gemacht, ist 1420 gesetzt. Recall, das ist ja gecheckt. Autobrakes haben wir ebenfalls gesetzt, gerade vorhin. Und wir landen auf Piste 1.4. Air Portugal 926, contact Zurich approach 123.625. Okay, wechseln wir auf Approach. Air Portugal 926, identified. Expect Delta Oscar Papa India 1 Golf arrival, ILS approach runway 16, descend to flight level 80. Okay, descending flight level 080. So. Genau, noch fliegen wir mit VNAV und ich setze hier das Vor-DME auf Trasadingen, das wäre hier 114.3 und ich komme aus von Gipol aus, das wäre 054, einfach damit ich weiß, wo ich mich da ungefähr einreihen soll. Da ist Gipol da vorne. So, ich bremse jetzt schon ab auf 1, auf, Entschuldigung, auf 240. So, dann wechsle ich hier auf Vertical Speed, Speed 240. So, um das zu machen, gehe ich dann noch mit Vertical Speed ein bisschen nach oben. Dann heißt das hier mal wieder anschnallen, Seatbelts auf Auto. Jetzt wechsle ich den Vertical Speed mal auf minus 200, das passt. Fuß Höhe. Ist im Moment okay. So, bereits bereits über die Schweiz natürlich. Wir haben Emmental überflogen. Wir sind jetzt in der Innerschweiz über den Berg Napf. Den überfliegen wir gerade. Leider sieht man das jetzt im Dunkeln nicht. Okay, die Geschwindigkeit nimmt wieder, oder der Thrust nimmt wieder zu. Ich gehe wieder runter auf minus 1, 6, 0, 0. Okay, jetzt sehen wir, dass hier die Geschwindigkeit ein bisschen wieder mehr wird. Dann gehe ich da mal auf 1500 minus Vertical Speed. Hier habe ich bereits die Anzeige für Trasadingen. Das ist 43 Meilen direkt. Das ist da vorne. Trasadingen, hier Gipol. Genau.
So, jetzt wir behalten die Geschwindigkeit stabil. Das heißt, 1500 minus im Vertical Speed ist okay. So, wir gehen jetzt über 0 K. Wie ist Wind? Wind ist 50 Knoten aus 318. Okay, von der Konfiguration her ist es eigentlich so weit getan. Wir haben Decision High gesetzt. Die Frequenzen macht ja die ATC von X-Live hier. Dann Lights ist noch zu setzen. Hier ein bisschen Licht da fürs Panel, wobei ich kann das so lassen. Das ist spannender so. Hier die 8000 Feet. Ach ja, genau, was jetzt noch fehlt ist Altimeter. Das ist noch nicht gesetzt. Schau ich doch mal in die Altis rein, ist 3015. Perfekt für den Sinkflug. 3015. So. 30, 15 auch da. So, und das passt. So. QNH is set. Speed 245. Wir sinken noch. Wir haben hier jetzt gerade Hermus vor uns, diesen Wegpunkt. Jetzt gibt es einen Left Turn Richtung Chipol. Und dieser Flight Level 80 werden wir in ungefähr 20 Meilen erreicht haben. Noch 13.000 Fuß. Okay, ich kann hier mal auf Descent. Sehen sie soweit gut aus. Speed, was ist das? 1402 LSZ H14 at Chipol to 40, 7000 above. Stimmt ungefähr. Okay, das ist Trasadingen D10.0. Da müssen wir noch 6000 above haben, also hier Chipol 7000 above. Trasadingen, ich weiß jetzt nicht, das muss irgendwie da sein, das sehe ich jetzt nicht als Punkt, aber egal. Okay, wir haben jetzt einen Left Turn gemacht. ...240 Knoten, ein bisschen steigend, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen abbremsen dann. Okay, jetzt schaue ich, ob hier alles stimmt. 240, 7000 above. Noch 15 Meilen bis Chipol. Dann 9 Meilen bis D234. Das heißt, ich lasse jetzt einen Autopiloten dann bei Chipol Richtung 054 einreihen und werde dann auf Heading umwechseln. Also nicht mehr über das FMC laufen lassen. Sobald das ist, werde ich nachher noch den Localizer und den Glide Slope hier armen und hoffen, dass er das auch finden wird. Das müsste eigentlich klappen. Dann stelle ich auch hier die Frequenz um auf 114,85 und CRS 135, also ähnlich wie da unten. Das ist für das ILS und das für die FOR, weil 114,85 ist dann Knoten. Das ist dann nicht direkt Pistenende. Ich weiß nicht, ob das da schleuer wäre, den anderen. Ich sehe jetzt da gerade, da gibt es ein andere Drehfunkfeuerquelle. Aber nee, das passt. Nee, das ist das ILS. Sorry.
Das stimmt schon. Das sind die 111.75, die sind ja schon dran. So. G-Pol ist under uns. Und wir haben jetzt bereits 10.000 unterschritten. Dann machen wir die Winglights an und die restlichen Lichter an. Damit, ja, genau, das sieht man jetzt schön. Hier am Lichtkegel wird von den Wolken oder vom Nebel hier geblendet. Das ist noch gut gemacht. Geschwindigkeit haben wir jetzt bereits 250. Ich lasse das jetzt aber so laufen. Wir haben bald die 8000 erreicht. Dann bremst er selber ab. So, ich zoome hier noch an. Auf 10 Meilen. Air Portugal 926. Descend to 4000 feet. Quebec November Hotel 1021. Transition level flight level 70. Okay, wir haben die Freigabe für 4000. Ich gehe jetzt aber noch FMS 7000 above bei G-Pol. Ich wechsle mal auf 7000 und Vertical Speed nochmal. Okay, Traffic, ich sehe nichts. Okay, Speed 240. So, jetzt haben wir bereits Trasedingen und wir wechseln hier FMS nach 6000 above. Ich gehe auf Speed 220. Wind 5 knots behind, also perfekt. Gut, dann kann ich jetzt hier, sind wir auf Kurs 054 ist drin. Dann mache ich das jetzt auf Selected, Heading Selected, Vertical Speed, der Punkt 6000. Okay. Gut, wenn wir hier diesen Punkt haben, dann gehe ich weiter runter. Hier Geschwindigkeit 220, das heißt, wir haben immer noch viel. Okay, aktuelle Geschwindigkeit ist 240 sogar. Das heißt, ich gehe jetzt ein bisschen rauf mit der Nase auf Vertical Speed 1000 oder sogar auf 800. So, da nimmt es ein bisschen ab noch. Ja, ich kann da noch weiter rauf. Ich mache mal Vertical Speed 500. Minus. Anschnallzeichen ist gesetzt. So, wir haben das. Wir haben da Hochnebel. Okay. Ich arme mal den Autopilot. Der Localizer ist gearmt. Wo ist die Höhe? Wie ist die Geschwindigkeit? Ist 235 abfallend. 6000 ist erreicht. Ich arme den mal. Localizer ist armed. 220. Okay, actual speed ist 220. Okay, flaps 1. Traffic. Sehe ich immer noch, ist behind. Okay, jetzt haben wir 4000. Wir gehen runter, machen da minus 800 Vertical Speed. ...220 bei Flaps 1. 4000 above, also das heißt nicht 4000 müssen wir haben, aber wir gehen jetzt noch weiter mit der Geschwindigkeit nach unten, das wäre 210. Oh, ein bisschen weiter mit dem Schub zurück. Okay, Localizer ist geahnt. Ich wechsle hier, oder ich schalte den Zoom noch ein näher an. Okay.
Okay, jetzt sollte dann Glide Slope Caption. 190, Speed 190, please. Und wir gehen weiter unten. Okay. Localizer is captured. Approaching is set. One. Air Portugal 926. Cleared for ILS approach runway 16. Report established. Air Portugal 926. Continue approach. Okay. So, wir haben bereits die Pistenlichter und Gleitslope ist in Sicht. Ich arme den auch noch. Den Gleitslope ist gearmt. So, Localizer ist set. Speed 240. Jetzt müssen wir. Ja, Speed ist 216 steigend. Ja, ja. Das ist checked. Wir sind bei Osnam 4000 above 170. Weiter mit dem Schub nach unten. So, wir kommen eigentlich sehr schön rein. Wir machen Flaps 5. So, wir lassen noch den Autopiloten machen. So, bereits der Glide Slope ist captured. Perfekt. Da unten ist deutsche Grenze. Also wir sind gerade jetzt noch über Deutschland und das nächste Dorf da vor uns ist Weyach und wir überfliegen die Schweizer Grenze oder die Grenze. Da vor uns dieser Hügel ist der Stadelberg. Flaps 15. Air Portugal 926, contact tower 123.45, Air Portugal 926, continue approach. Gut, das ist gut. Ja, das ist normal. Also normal ist es nicht, dass die Meldung kommt, weil ich befinde mich im Approach. Ich habe die Flaps noch nicht voll ausgefahren, darum gear down. 160 weiter Speed runter Flaps. Wo sind die Flaps? Flaps 20. Gut. Gut, dann schalte ich hier um. Wir haben hier gerade bereits Approaching vor uns. Noch 3 Meilen. Okay. Mal Autopilot off. Speed 150. Air Portugal 926. Cleared to land runway 16. Wind 200 degrees 4 knots. Ja. Okay, flaps 25. So. Auto thrust off. Minimums. Continue. So, Reversers.
20 knots, levers are off. On the break. Air Portugal 926, take taxiway Echo 5. When vacated, contact ground 118.350. Das weiß ich jetzt nicht, ob das er da geschnallt hat, ob das Echo 5 ist. Ich mache Reverses auf da. Speed Brakes auf. So, ich gehe jetzt einfach mal da raus. Das ist H2 Hotel 2 Echo True. Ja, das ist die Piste 1.6. Ich habe ja die 1.4 genommen, weil X-Live das nicht kennt. So, ich mache mal Flaps up. Oh, opa, was mache ich? Entschuldigung, sorry for that. So, ich bremse da mal kurz ab. Ich habe da die Checkliste geschaut. Bin abgeschweift. Also ground, runway vacated. Air Portugal 926, so. Taxi to Echo 42 via Echo 5, Charlie. Okay, das ist glaube ich nicht so weit. Echo 42. Taxi to Echo 42 via Echo 5 Charlie. Echo 5, dann Charlie, Echo 42. Okay, das ist klar. Aber das Gate bzw. Taxiway stimmt nicht. Jetzt muss ich mich da schnell umorientieren. Ja, Echo 42, das ist dieser Gate. Das ist also hier dieser Terminal Dock E. Da auf der anderen Seite. Und weil ich davon, oder weil er annimmt, dass ich von 1.6 komme, hat er mir auch Echo vorgeschlagen. Taxiway Echo, das gibt es so nicht. Okay, Flaps ist up. Das ist okay. Wetter Radar können wir auf off. Traffic off. Und auf Test. So, dann hier ist Taxiway Juliet. Genau. So. So, Transponder Mode machen wir auf Standby. Da kann ich auch nochmal hier Turn, Runway Turn Off. Anti-Collision Light Off. So, hier können wir auch mal den Flight Director auf Off setzen. Hier ebenfalls. So, Echo 42. War das 42? Ja, 42. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich habe da zu viel geklickt. Echo 42, wo ist Echo 42? Da ist Echo 26, 32 und so weiter. So, ich könnte ja mal die APU starten. Währenddessen Echo 42 da vorne. Das ist sogar frei. So, ich glaube, das ist ein Gate ohne Auto. Gate leider. Müssen wir jetzt einfach hinfahren. Schade um die Animation, aber was soll's. Echo 42.
Okay, ich wechsle mal zur Außenansicht, dass ich da schön bremsen kann. So, ungefähr so. Parking Brakes set. Und dann APU Generator an. Gut, dann können wir da loslegen mit dem Abschalten. Bleed Air ist on. Genau, Engine Bleeds off. Okay, wir haben sogar 1900 Pounds an Kerosin gespart. Ausgerechnet war das ungefähr 10.000. Stimmt sogar. Alles passt. Dann würde ich sagen, kann ich hier die Left and Right Generator off und Engine 1 and 2 off. So, dann machen wir noch die Türe auf. Ich mache jetzt mal die GPU, lasse ich auch mal drin. Und Left Front offen. Da ist es ja okay. Können wir noch die Stairs einschalten. Stairs kommt nicht. Jocks wahrscheinlich zuerst. Naja, egal. Da müsste ja der Gate heranfahren. Ich habe noch die ganzen Lichter an. Das heißt, die schalten wir jetzt aus. Bis auf den Winglights und so weiter. Fuel Pumps kann man dann ausschalten. Die können wir auf Off stellen. Bleed Air lasse ich jetzt noch an. Und wechsle wieder zur Außenansicht. Hier ist Zürich. Leider ohne Autogate, aber wie gesagt, wir sind gelandet von Lissabon kommend. Es ist jetzt 16 nach 6 oder 16 Uhr. Vom Flugplan her eigentlich gute Zeit eingehalten. Ja, ich wünsche einen schönen Tag und einen schönen Abend für die, die zugeschaut haben. Vielen Dank und bis später. Ciao zusammen.